Liebe Tischtennisfreunde, mein Name ist Rolf Gebhardt und ich bin euer Trainer in der App TT Coach. Ich möchte euch heute einen Überblick über die App geben. Nachdem ihr die App gestartet habt, landet ihr in der Rubrik News. Dort sind aktuelle Themen dargestellt. Nun geht auf das Menü Master. Dort klappt dann die Übersicht auf. Wie schon gesagt, in der Rubrik News sind aktuelle Neuigkeiten über die App enthalten. In dem Reiter Mein Training ist euer aktuelles Training enthalten. In dem Reiter Trainingspläne habt ihr die Übersicht über alle vorhandenen Trainingspläne. Unter dem Reiter Trainingsaufbau habe ich die wichtigsten Dinge zum Training hinterlegt. Unter mein Profil ist euer Profil hinterlegt. In dem Reiter TT Coach sind einige Dinge über den TT Coach geschrieben. Wählt nun den Reiter Trainingspläne aus und alle vorhandenen Trainingspläne erscheinen. Als erstes in der Rubrik Kostenlos sind die Trainingspläne, die alle sehen können, hinterlegt. Und in der Rubrik Jahresplan seht ihr alle Pläne, die wöchentlich trainiert werden. Als erstes ist der Jahresplan für Erwachsene mit einmal Training pro Woche enthalten. Als zweites seht ihr den Schüler- und Jugendplan, der auch einmal pro Woche Training anbietet. Danach kommen die schon etwas professionelleren Pläne mit zweimal oder dreimal Training pro Woche inklusive Fitnessmodul. Im Fitnessmodul werden Vorschläge zur Steigerung der Schnelligkeit und Kraft gemacht. Danach folgt die Rubrik Einzelpläne. Dort sind einige Pläne enthalten, wie der Grundlagenplan, in dem die Grundlagen vom Tischtennistraining dargestellt werden. Zum Beispiel die Beinarbeit, die Grundstellung am Tisch oder die Schlägerhaltung. Danach folgt das Trainingslager, das ich mit der Regionalligamannschaft des TTV Stadt Allendorf abgehalten habe. Eine Rubrik Anfängertraining. Dieser Plan ist tatsächlich von den ersten Anfängen des Tischtennisspiels mit und ohne Schläger hinterlegt. Dann habe ich einen Ausschnitt aus der Vorbereitungsplanung der Rückrunde auch nochmal dargestellt und zum Schluss einen Aufschlagplan. Dort bringe ich euch mein Aufschlagsystem etwas näher. Das sollte ein kurzer Überblick über die Inhalte der App gewesen sein. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.